etwas passiert, man sieht es im Fernsehen, es passiert anderen. Doch mittlerweile sind es weltweit immer mehr Menschen, die die Auswirkungen der Klimakrise selbst erleben müssen. Und das ist erst der Anfang, das wird noch viel schlimmer kommen, hören wir da heute, fragen wir unseren ORF-Klimaexperten Markus Watzak. Ja, zu wenig ist in den letzten Jahren passiert, in denen ja auch all das, was im Klimabericht steht, auch schon bekannt war. Also ganz konkret, wo drängt es am meisten? Was muss jetzt schleunigst geändert werden? Ja, wir alle müssen ein paar unserer Gewohnheiten ändern und das können wir relativ einfach und bringt auch mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Es sind drei große Bereiche für mich. Zum einen die Ernährung. Ja, weniger Fleisch, mehr regionale, saisonale Bioprodukte bringen etwas. Das zweite ist unsere Energie, mit der wir sorgsam umgehen müssen und die nachhaltig erzeugt werden muss. Sonne, Wind und Wasser schaffen das auch. Und das dritte ist ein sehr schwieriger Punkt, das ist der Verkehr. Die Emissionen gerade bei uns in Österreich steigen im Verkehr immer noch. Das heißt, wir müssen lernen, kurze Strecken wieder zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Wir müssen mehr Öffis nutzen und wenn es das Auto sein muss, dann muss es elektrisch betrieben sein. Und der Strom, der muss selbstverständlich nachhaltig erzeugt sein. Das waren jetzt ganz konkrete Handlungsanweisungen. Aber gerade beim Klima oder beim Klimaschutz, da fühlt sich ja mancher als zu kleines Rädchen, das eh nichts verändern kann. Oder Österreich als zu kleines Land, um wirklich was zu bewirken. Dementsprechend gilt diese Ausrede nicht. Die gilt auf keinen Fall. Es braucht alle zusammen, global. Das ist wie beim Bilden einer Rettungsgasse. Es ist ganz egal, ob ein kleines Auto oder ein LKW in der Mitte stehen bleibt, im Weg steht, die Rettung kommt dann nicht durch. Also egal, ob klein oder groß, es muss jeder auf die Seite und so muss auch beim Klimaschutz, beim Kampf gegen die Klimakatastrophe jeder seinen Beitrag leisten. Der Bericht heute zeigt uns ganz klar, noch können wir die Pariser Klimaziele erreichen. Wir alle gemeinsam haben es in der Hand. Noch, die Zeit wird knapp. Danke, Markus Watzak, für diese Einschätzungen.